Die Stimme der Vox Populi ist die Stimme der Revolution. Und ich werde mich den lieben Leuten anschließen. Und hoffentlich Fink Industries niederringen. Willkommen zurück zu Bioshock Infinite. Wir sind hier in Finkerton oder so. Important Packages Receiving Office. Schau mal, ob da für mich auch ein Important Package dabei ist. Ist er gefeuert? Eine Fliegereinheit hat ihn mitgenommen. Den wird man hier nicht mehr sehen. Burst Gun. Cool. Feuer fliegt aus der Hand! Hey! Bronco-Hilfe. Mhm. Teufelskuss verbrennt Schuldige und Unschuldige gleichermaßen. Eyes forward. A good worker always has his eyes on the task at hand. Natürlich. Ah, ein Voxophon, beinahe übersehen. Samuel fand immer, man muss die frommen Worte aus der Kirche im Alltag umsetzen. Die Wissenschaft ist die allmähliche Offenbarung des göttlichen Plans. Nach 2 Jahren im Turm des Lamms auf Monument Island erkrankte er an Magenkrebs. Ich betete zum Propheten und der Prophet wirkte ein Wunder an uns durch seinen Diener Fink. Ich weiß nicht, ob ich mich je an einen Ehemann gewöhne, der an ein Metallskelett gefesselt ist, aber besser ein Handyman als gar kein Mann. Okay. Ein Handyman. Weil mein Handyman ist. Völker aller Länder, vereinigt euch! Lass mit der Revolution ausbrechen. Schrupp, schrupp. Schrupp, schrupp. Schön im Takt. Alive with Vigor is alive that's bigger. Alles klar. Dieses privater Grund. Wenn du Ärger suchst, stehe ich liebend gern zur Verfügung. Du, ich kann dir gerne mal eine mit der Dings überhauen. Oh, das ist kein Problem. Ich zähle bis 3. 1, 2. Dann jetzt das. So was. Einem was getan. Wusste ich doch, dass sie sich hier rumtreiben. Auf privatem Gelände, aber. Hey, warte, warte. Wow, das lief jetzt alles ein wenig anders wie geplant. Ich bin getürmt. Oh oh, das hört sich böse an. Bring dich um! Für das Vaterland! Das hört sich gewaltig nach einem. Was sonst ist Anarchie als ein Messer im Rücken unseres Propheten? Urteil! Ich handle!
verfehle nie! Hui! Schießt immer weiter! Verrecke, du Bastard! Das hat er wirklich hier Rollenspiel an, ne? Schießt weiter! In dem Sinne, dass ich hätte jetzt hier wahrscheinlich nichts tun sollen. Ja. So, Pistole, sehr gut. Da hätte ich mich wahrscheinlich ein wenig zurückhalten sollen. Aber gut. Jetzt ist schon zu spät. Employees only. Was ist da drüben? Cargo. Moment. Warte mal, warum hat mir da was aufgeleuchtet? Hat mir doch was aufgeleuchtet hier. Was? Hätte ich schwören können. Ah! Columbia Authority defending our walls. Values. Walls. Values. Values. Geld, Geld! Lockpick! Alles klar. Ich hätte da wahrscheinlich früher oder später eh durchgemusst, weil hier wäre ich kaum. Nee. Und mit meinem Haken mich hier irgendwo hochziehen. Ne, geht auch nicht. Okay, also ich hätte da durchgemusst. Wobei ich hätte natürlich nicht rechts auf das Schiff gemusst, ich hätte nur links hochgemusst. Kann ich eigentlich durch mein eigenes Zeug durchlaufen? Ja, sehr schön. Ha! Nee, 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 nicht mit mir. Finkerton. Nichts. In diese Richtung weiter. Ha! Lockpick. Okay, ich glaube, hier geht's richtig weiter. Wir gucken erstmal zu den Employees only. Teddy Taylor, ein Weißer, 17 Jahre alt, angeklagt wegen spiritueller Verfehlungen, weil er täglich zu den Gründervätern betete, wurde heute von der... Was haben wir denn hier? Neuhemd Pyromane. Bei Nahkampfschaden 50%ige Chance, Feinde in der Nähe zu verbrennen. Offen nehme 3 Sekunden lang... Ey, das rüstet man gleich mal aus. Pro-unionistischen Polizei von Greenville, Texas aufgegriffen. Vor dem Gefängnis von Greenville wurden die Beamten von einer Menschenmenge überwältigt, der Gefangene entführt. Reisigbündel wurden ausgelegt und Taylor darauf... Hopp. Dann tränkte man alles mit Speiseöl und entzündete es. Taylor wurde vor etwa 600 Sklavereigegnern verbrannt. So behandelt man aufrechte Menschen in den Vereinigten Staaten von Unamerika. Vereinigten Staaten von und Amerika. Hat sich doch gelohnt, da jetzt nochmal nachzugucken. Also da hätte ich ja dann allerspätestens den Kampf beginnen müssen. Denn das hätte ich haben wollen. Ah. Eyes forward. Okay, Augen voraus. Oh. Thank you.
Oh, was ist denn das? Ach, das sind so Elektronik-Dinger bloß. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Präzisionsgewehr. Ah, das ist jetzt halt... Ah, will ich ein Präzisionsgewehr? Vielleicht schon, hä? Komm, gib's mir mal. So ein Präzisionsgewehr kann man doch immer gut gebrauchen. Hau bloß ab, du Drecksgöre. Willst du wissen, was wir mit hübschen, blinden Passagierinnen machen? Lieber nicht. Hey! Hey, jetzt warte doch mal! Lassen Sie mich! Gehen Sie weg! Verfolge Elizabeth. Muss er hin? Muss er hin? Verloren. Ich will bloß mit dir reden. Sie sollen weggehen. Elizabeth. Wow. Jetzt warte doch. Elizabeth. Ich bin nicht sauer auf dich. Lisbeth! Lassen Sie mich! Gehen Sie weg! Lisbeth! Lisbeth! Vorsicht! Weg da! Aus dem Weg! Da. So schnell kann ich den nicht verfolgen. Ich muss hier alles angucken. Columbia's Authority defending our values. Okay. Oh, verdammt! Nicht mitkommen! Geh nicht da rein! Ich habe keinen Bedarf an Leuten wie Ihnen! Nein, nein, nein! Da, mach Meldung, los! Nein! Los, lass ihn! Dumps! Es muss einen anderen Weg geben. Höchstwahrscheinlich. Was sagt denn der Wegfinder? Ja. Gut, das hätte man sich dann auch denken können. Oh, ein Voxophon. Man nannte Slade ein Monster und einen Verräter. Ich kenne die Männer, die mit Captain Slade in der Hall of Heroes starben. Es ist keine Schande, zu ihnen zu gehören. Die Schande liegt bei uns, die wir uns vor der Halle versammelten. Nicht wir waren es, die vielen. Und ich empfinde Neid auf die, die unter seinem Banner starben. Okay. Neid auf die, die unter seinem Banner starben. Ist schon mal eine Aussage, eh? Fort Franklin Pier. Schon wieder ein Präzisionsgewehr. Gibt's hier in der Ferne etwa Gegner? Angeforderte Truppen sind unterwegs. Passt auf sie auf. In Kürze kommt ein Handyman und holt sie ab. Ein Handyman? Lassen Sie mich los! Nehmen Sie die Hände! Komm ich nicht hin. Loslassen! Comstock will dich haben und wir tun ihm den Gefallen! Sei endlich still! Ja, ist auf mich gehört. Wär's da geblieben, hätten wir dieses Problem nicht gehabt. Aber nein! Wieso komme ich jetzt von hier aus nicht darüber? Wer da? Da! Auf ihn! Kann ich jetzt nichts tun. Okay. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis demnächst. Tschüss.